So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Elex 2. Durch den Part, den letzten Part doch ein bisschen sehr schnell beendet habe, weil ich was mit der Arbeit abklären musste. Sind wir wieder da und können sowohl Dixon einmal Bericht erstatten, dass wir hier Blümchen abgelegt haben. Du hättest mir ruhig sagen können, dass deine Frau tot ist. War mir nicht sicher, ob du die Aufgabe dann übernehmen würdest. Warum war dir die Sache so wichtig? Weil meine Frau und meine Tochter das Einzige sind, was mir im Leben etwas bedeutet hat. Hab ihr zum Geburtstag immer ein paar Blumen geschenkt. Bin nie dahinter gekommen, warum sie so verrückt nach dem Grünzeug war, aber es hat sie glücklich gemacht. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Wie ist deine Familie umgekommen? Verbrannt. Wie ist das passiert? Wenn ich das wüsste, war damals für Nero unterwegs. Offene Rechnungen eintreiben, das Übliche eben. Als ich zum Krater zurückkehrte, war nur noch Asche von unserer Bude übrig. Stand sprichwörtlich vor dem Nichts. Und trotzdem bist du im Krater geblieben. Was hätte ich tun sollen? Mir die Kugel geben? Wäre vielleicht besser gewesen. Wer weiß. Bin froh, dass all das hinter mir liegt. Hab seinerzeit jede Menge Stims in mich reingepumpt und gesoffen wie ein Loch. Eine Scheißzeit war das. Geblieben ist nur noch mein Drang zur Kippe. Wer weiß, vielleicht hilft der Glaube der Morkons ja, auch dieses Laster loszuwerden. Ich will sein Kopfgeld nicht, Mann. Okay, da haben wir Bescheid gegeben. Wir brauchen... Ach so, stimmt, wir müssen auch noch rumfragen. Alle möglichen Leute. Und das mit dem Wettkampf machen. Wobei die Mission jetzt gleich erledigt sein kann. Und dann kommen wir den Morkon. Warte mal. Hier. Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Da bist du ja wieder. Konntest du herausfinden, was mit dem Beruhigungsmittel nicht stimmt? Ja, ich habe es untersuchen lassen. Und? Wie lautet der Befund? Die Höhlenpilze haben dir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich verstehe nicht. Sie waren Bestandteil der Rezeptur. Der Outlaw, der sie dir verraten hat, muss dich bewusst in die Irre geführt haben. Die Sporen lösen Aggressionen aus. Die vermeintlich sichere Beute wird unberechenbar. Aggressionen? Dann ist das Mittel unbrauchbar. Nein. Wenn ich es richtig verstanden habe, solltest du die Höhlenpilze weglassen und die restliche Rezeptur beibehalten. Ich werde darüber nachdenken. Jetzt, wo das geklärt ist, solltest du Attila aufsuchen. Schließlich sind die Käfige wieder voll. Er wird also die Arena eröffnen, sodass das Sterben weitergehen kann. Cool. Keine Belohnung? Ist okay. Macht nichts. Bin auch nicht enttäuscht oder so. So, Attila, du Hunde. Gut, dass du kommst. Die Kreaturen sind hungrig und bereit für den Kampf. Ich bin gespannt, wie sich jemand von draußen schlägt. Also, wenn du einen Kampf in der Arena wagen willst, gib Bescheid. Ja, tatsächlich. Wollte ich die verschiedenen Kämpfe machen, von ich Gosta und für den seine. Kampf in der Arena. In dir brennt das gleiche Feuer, das auch mich erfüllt hat. Doch kein Kampf ohne Regeln. Ich bestimme, gegen welche Kreaturen du antrittst. Sobald es losgeht, schließt sich das Tor hinter dir. Ein Entkommen ist nur möglich, wenn du den Hebel neben dem Tor betätigst. Hebel? Ja, sobald du ihn betätigt hast, kriegen wir ein Signal und brechen den laufenden Kampf ab.
Wir öffnen dann, so schnell es geht, das Tor und holen dich raus. Natürlich nur, wenn die Viecher nicht vorher kurzen Prozess mit dir gemacht haben. Daher solltest du dich vollends auf den Kampf konzentrieren und den Hebel erst betätigen, wenn deine Gegner den Tod gefunden haben. Andernfalls lastet die Schande der Niederlage auf dir. Das wäre nicht cool. Verstanden? Oder ist noch irgendetwas unklar? Also einfach Gegner töten. Gut. Bereit? Ja. Eins. Ich will kämpfen. Aber es... Okay, verschiedene Arena-Kämpfe. Was seid ihr? Achso. Ja, was ein Kampf. Und dafür verwenden die halt Zeit. Untersuchen. Hier, mögen dir die Gegenstände mehr Glück bringen als seinem Vorbesitzer. Danke. Hinterlassenschaft eines Gefallenen. Weißt du, ich selber hätte sicher ein schändliches Bild abgegeben. Ja, okay. Um Mut zu sprechen. Du wärst damit auch fertig geworden. Danke, Junge, aber ich glaube, du irrst. Mir bleibt nur noch die Rolle des Beobachters. Komm später vorbei, wenn du bereit bist. Jo. In der Okay. Kämpfst du auch? Kämpfst du auch in der Arena? Nein, das Alter macht mir zu schaffen. Mir war es in meiner Jugend nur vergönnt, gegen jene Kreaturen zu kämpfen, die sich in unseren Schächten eingenistet haben. Und du kannst mir glauben, das war nicht immer leicht. Nichtsdestotrotz hätte ich gern mal einen Blick vors Tor geworfen. Hab gehört, die Luft soll dort frischer sein. Werd's wohl nie erfahren. Gerade jetzt nicht, wo dieses fremdartige Gesocks die Oberfläche für sich beansprucht. Was muss ich über die Morkons wissen? Wenn du ein offenes Ohr hast, gebe ich gern Auskunft. Ich habe sogar zwei. Zumal ich wohl der Einzige bin, der wirklich viele Jahre hat kommen und gehen sehen. Wir leben schon ewig im Dunkel. Das Tageslicht ist uns erst seit kurzem vertraut. Und mit ihm kam der Unfrieden in unsere Gemeinschaft. Unfrieden? Die Abwerber. Sie sind eine neue Erscheinung unseres Volkes. Anders als die Resistenten, die Bewahrer unserer Gebote, wirbeln sie hier kräftig Staub auf. Ravak ist mein Zeuge, dass ich nicht alles verurteile, was sie machen, aber manche Dinge lässt man besser unberührt. Was genau stört dich an den Abwerbern? Ihre Offenheit. Wenn sie nur Sachen von außen in die Grotte tragen würden, hätte ich kein Problem damit. Immerhin sind mir die Kämpfe in der Arena willkommen. Aber ihre Geisteshaltung ist bedenklich. Sie infizieren sich mit den Ideen der Außenwelt. Bald steht hier kein Stein mehr auf dem anderen. Der Riss in unserer Gemeinschaft ist schon jetzt mehr als deutlich. Glaubst du, ein Leben unter den Resistenten ist besser? Lass es mich so sagen. Wenn es ein Leben in Stillstand ist, dann ja. Oder anders gesagt, ich ziehe es vor, dass alles bleibt, wie es ist. Dass wir unserer Lehre treu bleiben. Wenn sich alle daran halten würden, könnten wir jeden Tag aufstehen, ohne Gefahr zu laufen, dass etwas unseren Alltag umkrempelt. Es wäre ein Zustand innerer Ruhe und des Friedens. Und voller Langeweile. Man muss jung sein, um so zu denken. Ich habe genug gehört.
Ich hoffe, mein Wissen hilft dir auf die eine oder andere Art. Er ist ein richtiger Andreas. Nein, stopp, es bleibt... Achso. So ein Andreas, es bleibt alles so, wie es ist. Ja, ich wollte jetzt alle Herausforderungen hintereinander machen, weil... also die erste war jetzt nicht so schwer. Aber vielleicht muss man auch einfach nur schlafen. Oh Mann. Unglaublich. Messe hoch. Ah. Okay. Zerbrich. Grob. Oh! Okay, das ist schon interessant, ja? Das ist schon schwerer. Aber auch machbar. Ja, dann wird es bestimmt auch eine dritte Herausforderung geben. Eine ja, passt. Diese Hinterlassenschaft. Kraft ist nicht alles. Die Erfahrung ist es. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber ob das auch für einen... Ich glaube, beim nächsten Mal dürfen wir nicht zu weisen, weil das dann halt schon zu hoch ist. Ich bin sicher, du hast mehr drauf, als du glaubst. Na, wenn du das sagst. Aber noch überlasse ich dir die Bühne. Komm später... Jo. In der... Alles klar, dann ein Tägchen Schläfchen. Aber wahrscheinlich kommen jetzt so zwei Zyklopen oder so. Oh, Scheiße. Oder drei, aber drei wäre dann echt ein bisschen heavy. Ja. Sei gewarnt. Ja, passt. Ungeduldig. Messe hohe Einsturzwahrscheinlichkeit. Ja, Zyklopen ähnlich. Aber die haben keinen Laser. Zumindest soweit ich weiß. Oh, Cronius. Oh. Okay, ausweichen war gerade nicht. Nein! Okay, jetzt ist es ein faires 1 gegen 1. So, ich glaube, mehr gibt es dann auch nicht. Drei Herausforderungen. Drei ist eine schöne Zahl. Crony wieder fit. Hoffentlich. Bei Ravak, das macht dir so schnell keiner nach. Und hier ein paar Sachen. Ja, der weniger erfolgreich war. Dich hätte ich vor 30 Jahren an meiner Seite brauchen können. Mit dir in den Stollen auf Jagd. Allein die Vorstellung beflügelt meinen Geist. Heute kann ich kaum meine Klinge halten. Beschämend. Ah, der macht schon Fishing for Compliments.
Akzeptiere einfach dein Alter. Das redest du dir nur ein. Naja, ein paar Trockenübungen können nicht schaden, um wieder in Form zu kommen. Aber zu dir. Komm später. Oh, noch eine Herausforderung. Okay, aber das machen wir im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Handsome Peter. Ciao.